Herzlich willkommen endlich zu einem fucking neuen Video und ich hoffe, mein Equipment versagt nicht und funktioniert nicht. Ich hoffe, meine Grafikkarte spinnt nicht drum, weil mein Prozessor nicht spinnt, meine ich spinnt nicht drum. So, da bin ich wieder. Ich bin auch nicht kerngesund, aber wir werden mal ein neues Let's Play machen und zwar hat mir ein Kumpel vorgeschlagen, John Deep zu spielen. Tides of War. Ich habe das schon hier vorbereitet. State of the Art mache ich auch demnächst was wieder. Aber schießen wir mal los. Also, wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt. Okay. Okay. Oh, nicht jetzt. Ich denke mal, die 32-Bit reichen aus. Ich hoffe es zumindest. Das ist dann immer das Problem, wenn da sowas kommt und man sagt sich, scheiße, jetzt müsste wieder Boostack umgeswitcht werden. Doch, wir spielen mit dem Andi der Zauberer-Konto. Ne? Es gibt zwei Konten, die ich habe. Und das eine ist halt eben, ups, muss ich schauen, dass ich nicht nach hinten fahre, weil mein Stuhl auch so komisch ist. Ja, ihr seht ja einmal an, mit den beiden Namen, ist ein bisschen verwechselt, aber Andi der Zauber, das ist halt mein First Konto, mein YouTube-Account und das ist halt mein Second, mein eigentlich so ein Konto für seriöse Sachen im Username. Wenn man da so Andi der Zauberer sieht, dann eine Firma und so und ich bewerbe mich bei einer Firma und dann sagt die Firma, ja, was ist denn das für ein Scheiß, ne? Ja, deswegen habe ich das gemacht. So, ja, egal. Mittlerweile bewerbe ich mich mit Andi der Zauberer, auch bei Großfirmen, Presse und sowas. So, ja, ihr müsst als YouTuber, müsst ihr euch bei der Presse tatsächlich bewerben. Keine Ahnung, warum viele das nicht machen, aber ich habe so einige so Firmen jetzt, wie Blizzard, unter meine Fittiche und noch andere. Und da wird demnächst Cooles von mir was kommen. Einfach Kanal abonnieren und liken, gut ist. So, der pflegt uns wieder. Immer wieder den Scheiß, machen wir halt nochmal. Ne? Und, ja, ein neuer Kompass, oh Gott, was ist da? Klein, unterschiedliche Version bedeutet, hier sieht ein klein. Ach, meine Güte. Also da jetzt kriegen wir schon so einen Scheiß aufgetischt. Ja. Also irgendwie auf aktualisieren. Okay, wir müssen Pirates of Carrion aktualisieren. Ich habe das nicht gemacht. Okay, mein Fehler, ne? Sorry. Ist so Joe City Corporation nicht schuld daran. Ne? Ja, also. Tides of War ist ja ein von Disney gemachtes Game, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß es nicht, ich spiele es zum ersten Mal. Und Musik an oder so. Ah, ganz leise ist die Musik an. Und später noch umändern vielleicht. Und ja. Ich werde demnächst so Let's Play-Videos machen, alles natürlich über BlueSticks. Zu PC-Games mache ich nichts mehr. Werde ich nichts machen, habe ich Captain Jacks. Oh, das fängt schon an. Seht ihr? Ja, okay, es gibt keine Stimmen. Und so die Meere für das Piratenleben sicher zu machen. Sicher ist natürlich ein relativer Begriff. Alles, was es brauchte, war die Freisetzung der zornigen Seegöttin. Sobald wir Calypso befreiten, wurde es ein bisschen kompliziert. Gelinde ausgedrückt. Ich habe lieber den Griff eines Schwertes auf meiner Seite als die Spitze, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber es wurde von diesem. Oh, es ist viel zu schnell. Ne? Komm. Also viel zu schnell. Also ich spiele also wirklich zum ersten Mal. Ich wurde lieber das Schwert anfangen, als mich davon töten. So, was ich meine. Okay. Okay. Also die Grafik ist jetzt nicht besonders groß, aber ich denke mal, das ist mobil. Deswegen mobil werden wir da mit mobiler Grafik rechnen. Okay, das wird halt vorgestellt, ne? Das gemalte 2D-Grafik nehme ich mal an, stark an. Eigentlich
Eine Engine. Ja. Das lasse ich mal weg, meine Engine-Kenntnisse. Unreal Engine, Unity Engine und so weiter und so fort. Da gibt es gewisse. So ein Game wird einfach programmiert, das ist nicht so komplex. Wenn die da jetzt nicht mal Stimmen haben, wenn die da so Bilder nur haben, so unbewegliche Bilder, dann ist es viel einfacher für die. Ne? Es funktioniert fast überall auf jedem Smartphone. Wenn es dann wieder mit viel Grafik hast, dann musst du das komprimieren und ach, schlag mich tot, dann ist immer so eine Sache. Ja, jetzt dürfen wir also wählen. Wir machen ab und zu mal Storytelling, also nicht wundern, wenn ich mal zum Game zurückkehre und dann ja, so anders als GameStar und all die anderen da draußen. Loser, nee. Arschlöcher wollte ich schon sagen. Oh, die ist. Ein Mitglied, der zugrunde gegangen ist. Okay, wir können hier wählen. Oh Gott. Ja, muss man natürlich viel lesen. Oh Mann. Ich kann also auch eine Frau wählen. Ja, das machen wir doch, oder? Wir werden jetzt mal was ganz anderes. Ah, oh, ich bin auch, ich war der Einzige, vielleicht macht ihr mich dann berühmt hier über Facebook, der einzige Politik Uncorrectness Game Let's Play Videos macht. Endlich mal einer, der sich da traut. Naja, vielleicht liegt es daran, dass ich Jude bin, ne? Ihr habt ja nicht so die Pole aus Polen und Juden, ne? Also das, ich habe da nicht so die Hemmschwelle. Aber was immer. Oh, gnadenlos Mörder. Was haben wir dann? Halt Opa. Der Überlebende. Eine sehr hübsche Piratin, eine hübsche Negrofrau. Oh, Black Mamacita. Oh, ich glaube, ich will die. Ah, eine Tante Emma Laden, Piratin. Aha. Ein Frechdachs. Ja. Ja, okay, wir dürfen erstmal wählen. Ah, das finde ich cool, das ist cool gemacht. Was man wählen darf, kennt man bei den PC-Games anders. Man kann bei PC-Games, könnt ihr alles selbst alles erstellen und so. Aber manchmal ist es vorgegeben. Oh, ein Mischling. Ist nicht Asiaten, ist ein Mischling. Ah. Was haben wir da noch? Ich glaube, ich will die Frau. Ich stehe total auf schwarze Frauen, ja. Dunkle Frauen, türkische Frauen, arabische Frauen, ja. Oh, wer ist das? Die Unheimliche. Komm, wir wählen die Frau. Ne? Das ist ja das Geile dran. Warum eigentlich die immer Leute, die meisten Gamer, die diese Political Correctness machen, überhaupt keine Fantasie haben? Du kannst das, darum sind Spiele gemacht worden. Du kannst ein Spiel, eine Welt eintauchen, Fantasie und selbst etwas wählen, was du nicht bist. Und das macht das ja so aufregend, so spannend. Du wählst einen Charakter, den du in der realen Welt nicht bist, weil in der realen Welt sind wir beschränkt. Da können wir nur in der Nullpunktwelt, in der Matrix, nur das sein, was wir sind. Wir werden von Hashem mit Absicht beschränkt. Ja? Und dann hat und der Mensch, der Verstand eines Menschen, ja? Meine Elefanten und Löwen haben auch gewisse Verstand und Gefühle und können, Elefanten so können Bilder malen, haben die rausgefunden. Aber so ein Videospieler kann ein Elefant nicht, ja? Ein Tier. Und dann hat der Mensch diesen Verstand und macht sowas. Geiles, ne? Mein Name, nach meinem Namen. Ich kenne nur jüdische Namen, so ein Scheiß. Ich könnte Sinja. Sinja, wir nennen uns das Sinja. Oh, das ist es ja. Ah ja, wir nennen uns Sinja. Ich könnte doch sowas machen. Jetzt sauber. Komm! Jetzt mach! Ja! Scheiße, Mann. Ich hab das überlesen. Ich pappne also, ich so, hä, wie meint er das jetzt? Und ich so, lese nochmal und so. Ja, weil so schnell, ich bin schon alt, ich bin schon 1000 Jahre alt. Ne?
Ja, klar muss man ja sagen, es kommt man ja nicht zum Zocken, ja, Schlöcher. Ist leise, müssen wir irgendwie lauter machen. Ja, okay, jetzt die weibliche Stimme, ne, im Endeffekt, könnte man ja sagen, aber du spielst ja letztendlich für dich selbst. Wenn du so einen Charakter erstellst, spielst du immer für dich selbst. Das ist deswegen auch das Problem bei dir vielen, dass du diese Denkweise dann versuchen umzuwandeln und sagen, ja, ich bin nur ein Mann, ich kann nur ein Mann werden, das ist Bullshit. Weil du spielst da im Endeffekt eine Fantasie. Und da bist du, wenn du willst, und da ist deine Stimme. Also wenn ich meine Fantasie, meinen Träumen, bin ich ja öfters eine Frau. Ja. Ich habe nie verstanden, warum, wenn man in den Träumen der Frau ist, jetzt unbedingt sich wie eine Frau fühlen muss. Das ist Fantasie, und Fantasie kann es alles sein. Ich bin auch ein Drache manchmal, ein Vampir, ein Werwolf, ein Auto, ne? Ein Herbie, ein Haus, das reden kann, eine Karotte und so weiter. Ich habe verschiedene Träume, wenn ich träume. Und dann bin ich in der Fantasiewelt. Ja. Daher sage ich euch immer, Leute, was ihr mit dem Charakter macht, welchen Avatar ihr wählt, eure Fantasie überlassen und wie groß die Welt ist. So, Jack Sparrow, was hat euch hierher gebracht? Ja. Man könnte theoretisch die weibliche Stimme, da gibt es glaube ich so einen Trick, wo man das einstellen kann, aber ich so, nee. Ja, so. Ist ein Avatar im Endeffekt. Jack Sparrow, was hat euch hierher gebracht? So. Ah, okay, dann gibt es noch einen Gips. Oh, Captain, ja, das werdet ihr beide rausfinden. Mit der Austin Company, okay. Wenn der Jack Sparrow, wir müssen ihn Leben fangen. Ja, es ist schade, dass die keine Dialoge da mit reingehauen haben, ne? Sieht man halt, dass die sich die Lizenz nicht leisten können, die Schauspieler halt. Weil die hätten ja auch andere Voice Actor und Actress nehmen können, also Synchronsprecher im Endeffekt auf Deutsch oder Synchronsprecherin, und haben sie nicht gemacht, leider. Ja. In der Jack Sparrow! Wir müssen ihn lebend fangen! Ungefähr könnte ich mir seine Stimme vorstellen. Die Heuke befallen uns! Schnappt euch alle eine Waffe! Oh, ich stelle mir das vor und versuche die Stimme ein bisschen nachzumachen. Okay, den Jack Sparrow kann ich nicht haben, aber ich mache meine eigene Interpretation. Die unangenehmen Menschen scheinen mir zu. Nee, unangenehmen Menschen scheinen mir zu. So ein bisschen so bedrücken, so mir zu folgen. Auf eure Erklärung werde ich später hoffen. Auf eure Erklärung. Nee, auf. Was? Auf eure Erklärung werde ich später hören. Okay. Captain, die wollen das Tor zerstören. Das lasse ich nicht zu. Feuer! Oh Mann. Ja, okay, dann haben wir so zwei. Ah, okay, so drei. Sind ja drei. Ach so! Alles ja lustig. So, tipp ich. Okay. Ja, ich habe schon so lange solche Spiele nicht mehr gespielt, ne? Und ich spiele einen Muff meistens. So ein scheiß Kabam-Ding, wo man nichts machen darf. Nichts aufzeichnen, nur wenn du die Million hast. Ja. Bam, selbst Antwort drauf, meine mir. Ja, wenn sie die Million haben, aber halt indirekt. Ganz anders, ja. Wenn sie einen gewissen Bekanntheitsgrad hätten und sie über 300.000 Abonnenten oder so und so. Dann könnten wir eine Ausnahme machen, ne? Aber so sagen sie mal in den AGBs, oh, ganz strikt, Heil Hitler, Heil Satan, nichts erlaubt, alles verboten, ne? Und dann aber, wenn du dann Kohle hast, dann sagst du, ja, schaut mich an, ne? Sag mal dick, und dann sagt Kabim, ja, machen wir, und dann machen sie Ausnahmen. Die leugnen das, die großen YouTuber. Ja. Niemand denkt mal nach, wie die das so aufnehmen per Screen und so, wie die das mit Greenscreen machen. Denkt keiner drüber nach, und gleichzeitig so zocken können, ja? Was ist jetzt die Zeit, die Feinde, großartig, jetzt ist die Zeit, die Feinde, die eure Revier überfahren haben, zu erledigen. Okay, dann ist es nur kurzer Auftritt.
Wie viel Platz meint ihr denn in dieser Welt gibt's? Okay. Dann wird Text. Reicht, fangt ihn! Captain, helf Jack! Fix fangen, sofort schnell! Ach so! Jetzt verstehe ich das langsam, okay? Denn ich bin, glaube ich, zu alt für so ein Game. Wir werden den Tag nie vergessen, an dem ihr Captain Jack Sparrow beinahe geschnappt hättet. Haha, Captain, wir haben gewonnen! Was sollen wir mit den Gefangenen tun? Ah, das ist ja geil, dann können wir ja selbst entscheiden. Es ist in der Fabrik nicht außergewöhnlich, dass die Feinde von gestern Freunde von heute werden. Gebt ihr uns einen Befehl, werden wir ihm folgen. Ah, okay, zwei Entscheidungen. Also, Game in Regel rein jetzt geschichtlich gesehen hier. Ich lasse die Gefangenen frei, wäre dumm. Ne? Also, weil die wollen sich ja rächen. Und dann hast du Pech, dann kommen die ja wieder mit einer größeren Armee. Also machen wir, ich möchte sie in Verbündete verwandeln. Was ja auch eigentlich vernünftig ist. Ne? Oh, jetzt kommt natürlich der Offizier der Ostindien-Kompanie, die nicht einen einfachen Namen geben können. Ihr Feiglinge! Habt ihr vergessen, dass ihr auf die Königin-Einheit geschworen habt? Oh Mann. So diese Leute, diese Heuchler so. Ne? Ja klar, dass man noch überleben will, dann erstens verrät. Menschen sind halt so meist. Ne? Ja. Also, draußen gibt's sagt, es gibt immer solch einen sturen Bock. Lasst sie uns zurückschicken. Aber nur nachdem wir ihn beibringen. Wie das Meer schmeckt. Ach so, ist ja geil, du kannst es anfassen, den so. Und tschüss. Den nehmen wir auch. Leider kann man ihn nicht so werfen, so mit dem Maus. Ja, kann man nicht. Ja, bitteschön. Vielen. Ah, das war jetzt fies, Alter. Ah, brutal, ne? Das war ja brutal. Ja, das haben sich Entwickler lustig gedacht, ne? Wir bringen der User, der traut sich, den nicht umzubringen. Oder macht das halt nicht aus moralischen Gründen. Ich hätte damit kein Problem. Aber der Rest erledigt dann der Wurm, Wasserdrache, was auch immer das ist, ne? So, ihr seid einfallsreich, möchtet ihr euch einen Säbel anschnallen und euch meiner Flotte anschließen? Eure Flotte? Warum sollte ich mich eurer Flotte anschließen, obgleich ich selbst ein Captain bin? Ist überhaupt nicht, dass ihr jetzt auf meiner eigenen Insel seid? Ha! Weißt du nicht, wer ich bin? Außerdem, was soll das heißen, auf meiner eigenen Insel? Sie gehört mir. Als nächstes wirst du sagen, ich habe weder Schiff noch Besatzung. Nun, jetzt, wo ihr es erwähnt. Ja, das haben sie gut gemacht. Er ist so, Jack Sparrow ist so ein bisschen so, kann man sagen, so ein Schwan für sich selbst. Könnte man sagen. Einfach so ein Eigenblüter. Ja. Wir haben eine Insel, die auf der Seekarte nicht zu finden war, gefunden sind dort einmal. Sie hat die Black Pearl, oder okay. Das bedeutet also, dass ihr meine Hilfe braucht, um das Schiff in die Ernährung zurückzuholen. Habe ich recht? Ei, ganz genau, wenn ihr Jack helft, wird die Black Pearl sich eure Flotte im Gegenzug anschließen. Und was? Also, und wisst ihr was? Die Höhle dieser Ex ist voll mit wertvollen Missionen schätzen. Die Black Pearl und Flasche, nicht schlecht. Schade, dass wir da echt nicht die Stimmen dazu gemacht haben. Ja, das Spiel, muss ich sagen, das vom Anspielen, das gefällt mir. Man hat viel Text, ist nicht so schlimm,
Aber hätten sie das vertonen können? Das wäre geil gewesen, wirklich geil. Oh, du hast ein scharfes Auge, oder? Wie heißt du, Kumpel? Ich bin Captain Senior Bongo. Bald wird jeder in der Karibik meinen Namen kennen. Ah ja, übrigens, da haben sie den Gender-Scheiß weggelassen. Captain's Captain. Gibt's kein Maskulin-Bullshit dran. Ja? Also, das gibt's da nicht. Ne? Das Captain ist einfach Captain. Ist egal, ob Frau oder Mann. Oder Alien. Oder Fuchs. Ne? Da gibt es ja eine Geschichte, wo der eine tatsächlich in Amerika, das muss man sich vorstellen, ist ein junger Kerl gewesen und er hat sich identifiziert mit einem Wolf. Ne? Und dann meldet er das an. Und was ist er für ein Geschlecht? Gibt da ist ein Wolf, ein Werwolf. Ne? Alter, und diese in Amerika sind so dumm, die haben das sogar zugelassen. Ich fühle mich als Wolf. Alter, bist du bescheuert? Ja, das ist eine Beleidigung für die echten Wölfe. Ja, die wurden gejagt und gewildert in vielen Ländern, in Europa auch, und gekillt, weil man diese Wolfsgeschichten erzählt hat, so Werwolfsgeschichten und krass. Der ist, ja, der fühlt sich, ne? Krass. Ja. Oh Mann, ja, alle Männer befolgt meinen Befehl. So. So, Captain, du um Tafel zu betreten, gibt es noch etwas zu tun? Bau dein Schiff und heuer Piraten an. Ah, okay. Also, Tor reparieren. Du musst erst das Tor reparieren. Okay, da muss man wieder halt lesen. Ist klar. So, reparieren, klicken. Okay, da oben haben wir sozusagen Goldstücke, Silberstücke, Holz und natürlich Nahrung, wie immer halt, wie jedes Strategiespiel. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht 16 von 9 machen konnten. Das ist einfach. Dann haben wir ein Pluszeichen unten. So, Allianzen kann man gründen. Das ist nie gut, das ist nie mein Ding. Allianz so. Weil dann wollen die Leute immer zocken wie Gestörte. Ne? Das ist das Problem. Und wenn du mehrere Spiele spielst wie ich, kannst du unmöglich viel Allianzen beibringen oder halt mehr. So. Bewegen. Und erhalten. So, dann. Und dann, ah, okay, verstehe, 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 verstehe. Aufgaben, die Quest bewegen, tägliches Ereignis, es muss, also okay. Okay, los, los. Okay, dann muss man das machen. Okay, dann ist ein Symbol. Okay, verstehe. Mehrere. Ich erstmal selber intuitiv mal das so durchchecken, was man da so machen muss. Willkommensgeschenk. Halten, bestätigen. Okay, so funktioniert das. So ein Klickspiel ist das im Endeffekt. Für ein Geschenk. Okay, stehe. Okay, ah, also dann haben wir das aufgemacht. Jetzt müssen wir was tun. Ah, okay, da ist dann diese Zettel. Wieder so ein Ding, Belohnung erhalten. Okay. Ah, dann Quest. Was haben wir denn für Quest? Belohnung erhalten, Tor reparieren. Ah, okay, ihr macht was im Endeffekt. Ja, wie bei jedem halt Mobile Game. Ein paar Aufgaben machen und Schiff bauen. Ah, okay, dann haben wir die Schiff bauen, dann klickt man da drauf.
Ja, mir gefällt es besser, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt es besser, dass da nicht diese Tutorial ist. Weil ich mag nicht, wenn ein Tutorial mir irgendein Arschlochfinger vorgibt, was ich zu tun habe. Ich will dann immer diesenjenigen, der das macht, killen. Ich mag das nicht. Weil ich will selber denken, meinen Kopf anstrengen. Wenn ich nicht sofort draufkomme und Leute sagen, ja, da du Arschloch, da musst du draufklicken. So, ja, und? Ja, lasst mich doch selber herausfinden, das macht ein Spiel geil einfach, indem man selbst herausfindet, ja, wo muss ich hin, wie ist das? Weil das ist ja das Spannende an einem Spiel. Selbst, sagen, selbst herauszufinden, wie weit komme ich in diesem Game. Springen, ne? Dann wieder da draufklicken. Erfolg freigeschaltet. Ja, ihr seht schon also, immer kleine Aufgaben erfüllen, also wir sehen schon hier, wie das Ganze ist. Wieder passiert was, da müssen wir draufklicken, auf unser eigenes. Dann bestätigen wir das. Dann kriegen wir wieder Belohnung. Dann haben wir wieder die nächste Aufgabe und los. Also es ist interessant, ne? So kann man immer wieder schauen, okay, hier, ich habe eine Aufgabe. Und, oh, okay. Und es hat sich aufgegeben. Auch geil. Auch geil. Ja. Da haben die natürlich das nicht so optimiert. Aber schauen wir mal, ob wir wieder reinkommen. Ja, es ist natürlich scheiße, wenn sowas passiert. Sollte nicht so sein. Unabhängig davon, ob es auf dem Emulator gespielt wird oder auf einem Smartphone. Aber schauen wir mal, ob er dann auch jetzt, ob er das gespeichert hat. Ich denke mal schon, dass er gespeichert zwischendurch. Doof. Da merkt man schon. Yep. Kriegt den nächsten Tagen einen besseren WLAN-Router, dann wird es auch besser von der Geschwindigkeit bei mir. So. So gibt es Vorteile, kostenloses Paket. Halten. Vielleicht ist es ein Fehler gewesen. Wir müssen schauen mal kurz. Ah, das war ein Fehler. Das ist nicht gut. Das war ein Fehler ist. Ah, okay. Verstehe. Und Segel setzen. Ah, okay, und dann kämpft man dagegen, man kann da nicht dran zoomen. Okay, erledigt, dann gibt es Belohnungen. Dann gibt es die Flasche, aha. Bestätigen. Okay. Okay. Ja, das ist ein Spiel, denke ich mal, was man mehrere Stunden braucht, mehr Zeit. Monster jagen, Goldmützen ausgeben, okay, dann gibt es halt noch was. Werbung schauen, ah, okay. So, ist abgeschlossen. Mal wieder auf. Ja, was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Bewegen. Na, okay. Ah, wir können rüberspringen immer. Ah, okay. Wir könnten also jederzeit da hingehen und da. Ah, interessant.
So. Und reparieren. Perfekt. Gibt es wieder Belohnung? Dann wieder die nächste Aufgabe. Nase, okay, man kann spionieren. Also im Endeffekt, das ist wie State of Surreal mit der Spionage. Das sind Haufen Leute, die jetzt da in den Gebieten sind. Also das sind andere User. Ja, und der natürlich. So. Haben wir jetzt gemacht. Schiffe halten, Schiffe reparieren, Monster jagen haben wir auch noch. Priatner, ein Matrose, begibt zu Sinas Höhle. Schatz bestätigen, Gebäude einrichten. Also haben wir nur einige Aufgaben noch zu tun. Herausforderungen, Belohnung erhalten, Belohnung erhalten, Belohnung erhalten, Schiffe in Besitz. Okay, da kann man wieder weitere Belohnungen. Das ist die Quest, dann gibt es Quests. Piraten rekrutieren. Neuling war ja klar. Und ich denke mal auch, dass die Kaserne hier aufgewertet werden muss. Und schon wieder ja. Ja, also das ist blöd, wenn sich das immer so aufhängt. Das ist scheiße. Werde ich dazu keine Videos mehr machen. Aber ja, ganz ehrlich, also Taizo war angespielt und in der Zeit, wo sich so auf einmal sich immer aufhängt, ist natürlich nicht schön. Aber ich kann ja zwar schon eine kurze Zeit eine Bewerbung machen, ich muss ja nicht wie die meisten Leute Gamer zocken ewig. Und ja, also für mich ist das nichts. Außer dass es sich aufhängt, für mich ist das nichts. Es ist einfach mühselig. Man müsste dann immer so wie bei State of Surreal sich das alles erarbeiten und das. Kann süchtig auch machen und naja, ich will ja nicht süchtig werden. Und ja, ist nicht so. Aufbauspiel. Nicht so meins. Nicht zumindest bei Teil so war. Ja, dann schauen wir mal. Was könnte man ja noch machen? Was haben wir denn noch insgesamt zeitlich? Oh. Zeitlich sind wir schon drüber. Ich sehe schon. Ein bisschen dunkel. Ja, dann würde ich mal sagen. Kanal abonnieren, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich würde mal sagen, wir werden uns demnächst mal einem anderen Spiel zuwidmen. Vielleicht All-Stars oder Lord of Heroes. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal.